Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten, zu Let's Play Pokémon X im Zeichen der Wonderlock Challenge. Beim letzten Mal haben wir ein Flummelein Flubbelbill gekriegt. Flubbelbill geht jetzt nach vorne, weil es trainiert werden möchte von mir. Und ich habe mal nachgeschaut, was für Wesen wir haben. Flubbelbill hat durch dieses hitzige Wesen ein Spezialangriff plus Wesen. Das ist ziemlich cool. Muss ich halt darauf achten, dass ich ihn dann speziell auch entwickle. Das ist ein neutrales Wesen. Das ist ein Angriffsbloßwesen. Das finde ich ein bisschen scheiße. Weil ich hätte ihn lieber speziell gespielt. Naja, kann man nichts machen. Ist eben so gelaufen jetzt. Und der hat auch ein normales Wesen. Also ein neutrales. Spezialangriff. Auf jeden Fall Angriff ist höher. Dass er Tiefschlag hat, finde ich voll geil. Gelingt aber nur, wenn das Ziel gerade... Ja. Cool. So, wir wollen auf der Route weitermachen. Route! Hallo! Und ein bisschen drin, wie ich mich runterbeuge. Na, wie geht's dir, Kleine? Möchtest du mal meinen Hasen sehen? Oh Gott, das war lame. Ich nehme jetzt einfach meine Süßigkeit, weil ich gerade voll Bock drauf habe. Jetzt schmatze ich mal ein bisschen. Mmh, oh, mmh, oh, nom, nom, Entschuldigung. Gut, Flubbelbill hat die größte Gewinnchance gerade. Wish more. Sorry, aber die Schmerzen nerven mich gerade selber. Ich kann mich gerade aber auch nicht muten. Okay, Memo an mich selbst. Wenn ich was Süßes essen will während der Aufnahme, mach's doch lieber davor. Wow! Das war stark. Yay. 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 Na komm, das Level hätte ich mir noch geben können. Egal. Platz, hier komme ich. Ich will da auch lagen. Haben wir noch einen Trainer? Dum, 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 zum Pokémon studieren. Ich kann auch Pokémon studieren. Ich studiere jeden Tag Pokémon. Und was meint ihr, wie ich erstmal Pokémon studiere, wenn es endlich losgeht mit Pokémon Go? Dann ist sie aber Holland in Not, ey, ich sag's euch. Oh Mann, das tut mir so leid, Leute. Dieser Husten ist nicht nett. Toll. Ich will physisch angreifen und du machst auch noch meinen physischen Angriff runter. Du bist ein Scheißvieh. Was das? Oh Gott. Das war super. Wow! Das war schlecht! Fuck! Okay, Flubbelbill will ich nicht unbedingt riskieren. Ich habe noch nie mit einem gespielt, deswegen will ich es auch unbedingt behalten. Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, auch mal meine Pokémon zu heilen, irgendwie. Vor dem Part. Ja, mach du mal. Ich bin aber doch physisch ausgelegt, da kannst du mich doch nicht anheulen, du Scheiß wie. Friss meine Aquaknarre in dein Gesicht. Ah, das gibt's doch nicht. Mein Kollege hat mir gerade die Ergebnisse geschickt von dem Halbmarathon. Er ist 800er geworden, ich bin 802er geworden. Obwohl wir genau dieselbe Zeit haben. Das ist... Oh Mann, bitter. Boah. Ich weiß gar nicht, wie viele da mitgemacht haben. Aber ich denke, das ist eine ziemlich gute Zeit. Zahl. Platzierung. Bam, Bidiza ist down. Und wir können ein bisschen aufatmen. Batz, Level 9, 10. So, damit gehorcht mir Wingull, glaube ich, nicht mehr. Spezialangriff ist trotzdem stärker. Okay. Und nur Level 5? Ich dachte, kommt noch Level 6. Level 7, Level 8, Level 9. Wee. In der Arena werde ich Flubbelbill aber nicht benutzen, denke ich. Nein. Aus dem einfachen Grund, das wird eine Käferarena und die greifen auch gerne mal mit Giftattacken an. Fuck, ey. So. Ja, Skittles ist ja, Skitty ist jetzt ein bisschen vorne weg. Gut, dass wir aber noch ein zweites Pokémon hatten. Wow, das war direkt richtig. Dankeschön. Oh Mann, ey. Ich... Entschuldigung, voll ins Mikro. Wie peinlich. Oh, ein Dummiesel.
Kann ich dich töten? Du bist auch Level 5. Ich will die Erfahrungspunkte haben, bitte. Bam, Bitch. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Wie schlecht... Oh Gott, Walzer. Ich glaube, ich flüchte mal lieber. Nee, 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 nee. Das ist mir zu tricky. Direkt mit Walzer. Hallo, ich kann Walzer. Bam, tot. Pokémon-Attacken. Irgendwas mit Pokémon-Attacken. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber das scheint ganz schön komisch zu sein, was er da redet. Vegimark ist das Pflanzen-Pokémon. Oh Mann. Hätte ich wenigstens das Wasser-Pokémon einsetzen können, dann wäre hier mein Flibbibbe auch richtig gut bei gewesen. So, Wismus. Wismur, du bist dran. Warum hat der einen englischen Namen? Voll kacke. Dim, dim, kommt wohl vom Amerikaner oder Engländer. Angriff sinkt. Ich greife aber speziell an jetzt. Weil du mich ja sinken lassen hast. Bitteschön. Wieder heil. Bam. OP. Jawollo, Level 6 für Feenbrise, okay. Grillmarkt, das ist hier das Feuer-Pokémon. Pokémon? Ich sag Pokémon, nicht Pac-Man. Ach, das ist so süß. Ist wahrscheinlich voll der Scheiß-Pokémon, aber ich find's trotzdem süß. Feenbrise, was bringt denn das? Ich will mal kurz gucken. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe noch nie ein Feen-Pokémon benutzt. Macht das Schaden? Na, Tackle wollte. Ich wollte natürlich Tackle haben. Tatsächlich, lässt eine Feenbrise aufkommen, die das Ziel erfasst und ihm Schaden zufügt. Wollen wir es mal versuchen? Komm, dann wir Step drauf. Dann kriegen wir. Hat das sogar 60 Schaden. Feenbrise! Bam! Wow, das war fast gar nichts. Ist nicht effektiv, stand da? Oder was stand da gerade? Nochmal. Wing, 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 wing. Ist nicht sehr effektiv. Das heißt, Feuer-Pokémon sind stark gegen Feen. Oh, das ist aber gut zu wissen. Vor allem ist Feenbrise speziell. Das ist geil. Oh, kannst du nicht einfach sterben? Das bisschen, mein Gott. So, dann hat er wahrscheinlich noch das Wasser-Pokémon. Da wir Rankenhieb haben, ist das schon ziemlich cool. Warum wir nur den Typ haben, weiß ich nicht. Ich muss mir das mal angucken mit Flibbibbe, ob sich das auch entwickelt oder so. Wäre zumindest nice. Sodamak. Wie Soda-Stream. Ha, 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 ha. Das war sehr gut. Nicht. Ja, siehst du, das ist doch mal Damage hier. Warum auch immer, ja, das frage ich mich auch, Typhoon. Warum die... Von 3308 Läufern. Hat das schon wieder überlebt? Was ist denn das? Ich habe mir doch gerade mehr als die Hälfte abgezogen. Gut, ich will jetzt mal gucken. Flabibi. 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 Zeig mal. Zettchen. Please. Da ist ja. Yay. Es entwickelt sich tatsächlich durch ein Level 19 und dann nochmal durch einen Leuchtstein. Ich weiß gar nicht, kriegen wir einen Leuchtstein? Attacken lassen aber auch zu wünschen übrig. Zu Fluette. Wer ist der Fluette? Henriette, goldene Kette. Ist auch nur Typ Fee, okay? Kontakt-Safari. Zeig mir mal Florges. Florges hat den Feen-Typ, okay. Haha. Oh, ich muss aufpassen, denn Florges lernt keine Attacken mehr. Gut. Das tut mir so leid mit den Husten. Aber ich bin noch ein bisschen erkältet. Mein Rachen ist ziemlich radikal. So, wir sollten vielleicht mal ein Tränkchen benutzen. Flippibi ist auch cool, gefällt mir. Ein Feen-Pokémon, das heißt Drachen-Pokémon, können uns keinen Schaden mehr zufügen. Solange Flebebe dabei bleibt, natürlich. So, sehr cool. Ich glaube, das ist gar nicht so gedacht, dass man Feen-Pokémon schon so früh kriegt. Novaria City. Hier haben wir einen Klamottenladen. Pokémon. Jetzt habe ich einen Trank benutzt. Ich bin aber auch ein Voll-Honky-Tonky. Ja, Tutorial. Das ist ein Pokémon-Center. Danzeman. Ja, ich will mein Team heilen lassen. Ja, ist okay. Ist okay. Yeah.
okay. Gut. Ja, machen wir mein Pokémon wieder fit. Damit habe ich wenigstens auch wieder volle Attacken. Ping, 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 die ping. Eigentlich müsste die Arena ja auch schon bald kommen, ne? Ich will was kaufen. Pokémon-Trank brauche ich nicht. Da spare ich mir die Kohle lieber. So, kaufen. Ah, hier können wir X-Items kaufen. Tatatating, das muss ich mir merken. Erste Stadt kann ich X-Items kaufen. Das ist natürlich cool. Ich soll trotzdem mal alle Leute ansprechen, weil man kriegt ja auch im Pokémon gerne mal was geschenkt. Ja. Ja. Strickmütze 800. Pop-Anstänger. Stecker. Was haben wir hier? So einen habe ich ja schon auf. Aber schwarz ist schon episch. Ja, ich möchte gerne kaufen. Jetzt wird ein bisschen Geld ausgegeben für nix und wieder nix. Nix. Ich ziehe das jetzt nochmal an. In der Kabine, ne? Ja, ich will es anprobieren. Das trägst du gerade. Trägst du gerade. Tricksbrille. Ach, wir haben sogar eine Strickmütze. Achso, nee, das sind die Dinger, die hier im Laden sind. Hier, die haben wir gekauft. Setz mal auf. Ja, das ist schon ein bisschen cooler so. Umziehen. Gut, wir haben eine neue Mütze. Yay. Ding, ding, ding. Sieht schon viel cooler aus als die andere. Hat schon was. Dankeschön. Hört jetzt auf? Ja, habe ich auf. Ja, ich will sie verlassen. Ich will sie verlassen. Ah, jetzt habe ich die nicht auf. Mann. Was soll denn das? Alter. Was eine Scheiße. So, umziehen. Ja. Okay. So, sehr schön. Dankeschön. Ja, ich bin fertig. Danke, auf Wiedersehen. Das reicht erstmal. Schau bald mal wieder vorbei. Nein, erstmal nicht. Die Musik geht voll ab. Hi, schenk mir was. Oh, lauf nicht weg. Ich will Geschenke. Oh, ja, genau. Ich wollte auch den Schrank ansprechen. Da schränken wir uns mit. Mann. Flabby B zum Beispiel. Ja, wir lernen uns langsam kennen, ist klar. Ja, dann kann die Entwicklung abbrechen, das ist mir auch bewusst. Habe ich das damals eigentlich gemacht, alle Türen durchgeguckt? Kann sein. Irgendwie kriegen wir dann ja auch immer schöne Items. Man kann bestimmt auch ein Leuchtstein geschenkt kriegen oder so. Deshalb sollte man immer mit den Leuten sprechen. Nein, ich will nichts über Agalos wissen, das interessiert mich nicht. Dass ich Ohren brauche, ist mir auch klar. Vor allem auch, um Tieren zu benutzen. So, Süße, schenk mir was. Schenk mir was! Naschereien. Sag mal. Die sind also geizig irgendwie in diesen Spielen, ne? Pokémon war noch nie so geizig. Ach, tatsächlich einen Superball bekommen. Dankeschön. Hat sich ja gelohnt. Ja, der Superball ist auch mein Lieblings-Pokéball. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, wenn mir ein legendärer Vogel begegnet, dass ich dann aufpassen muss, denn wenn ich den als Shiny haben möchte, muss ich den bei der ersten Begegnung schon als Shiny antreffen. Da werde ich dann mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, weil ich glaube, ab einem bestimmten Punkt ist das getriggert, dass Arctos, Zapdos, Lavados auftauchen, je nachdem, welchen Starter man ja, glaube ich, hat. Ich habe jetzt den Pflanzenstarter, das heißt, ich müsste... Oh, hier kann man Skoppel gegen Poretta tauschen. Cool. Müsste ein Lavados kommen? Habe ich damals auch das Vieh genommen? Igamaru? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ernsthaft nicht. So, das ist die Trainerschule. Ha! X-Items. Dankeschön. Nehme ich gerne mit. Die kann ich sicher... Wow.
Du hättest mir wohl noch ein paar mehr geben können. Ich bin ja nicht gierig oder so, ne? Aber es hätte schon funktionieren können. Ja, das mit der Typ-Wechselwirkung kenne ich schon. Außer Fee. Fee ist natürlich so ein Ding, das kenne ich noch nicht so gut. Ich weiß nur, dass Drachen dagegen nicht funktionieren und dass Kampf-Pokémon schwach dagegen sind. Anscheinend sind Feuer-Pokémon ja stark dagegen. Ich bin ein wenig müde. Kein Wunder nach einem Halbmarathon. Schönen guten Tag. Für mich sind Wettkämpfe nämlich alles. Also nimmst du die Herausforderung an? Ja. Also ein Skaten, Geschwindigkeit. Yay. Dim, 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 dim. Ein Zickzacks, okay. Zickzacks ist für mich nicht so schlimm. Werte Frau. Und Flair BB wird das schon für mich richten. Level 19 entwickelt es sich. Da freue ich mich ja schon drauf. Wenn es denn so lange überlebt. Ich denke aber mal schon. Spezielle Erfahrungspunkte, ne? Leute, 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 hier geht's ab. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Neue Runde, neues Glück. Feenbrise, bam. Mann. Aha, er shakt mit seinem Ass. Shake your ass. Watch that. Shake your ass. Show me what you got. Din, 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 din. 122 Erfahrungspunkte. Oh Gott, und kein Level Up. Lässt du mich jetzt da rein, bitte? Ein Roller Skates habe ich gekriegt. Das war also relevant. Warte, ich lese dir kurz ein paar Zeilen groß. Boing. Das ist die Arena, oder nicht? Novaria Arena. Tatsächlich, okay. Da will ich noch nicht rein. Mann. Ich möchte in diesem Part gerne noch einen Pokémon fangen. Route 22. Hier können wir einen Pokémon fangen. Und natürlich noch ein paar Trainerkämpfe machen. Ich meine, Level 12 dürfte... hat ja die Arena-Leiterin. Und ja. Oh Gott, ey. Was ist so mit mir los? Ich weiß es nicht. Na okay. 21 Kilometer laufen. Da muss man sich nicht wundern, wenn man dann müde ist. Ist. Rankenhieb. Komm, ich peitsche dich aus, Anton. Anton! Oh, oh, Anton! Oh, das war gut, Mann. Ich wollte gerade sagen. Heftig. Bam! Bitch! Oh, das Anton bringt mir sogar den nächsten Level! Und wir werden dann im nächsten Part in die Arena gehen, denke ich mir. Vorher hatten wir ein Gespecht. Ja, mach du mal. Ist okay. Wisst ihr, Sky werden zu bei Level 1. Weißt du warum? Spitze Erfahrungspunkte. Wird zu X-Bart. Das wäre cool, wenn wir so ein bisschen Abwechslung ins Team kriegen. Jetzt haben wir im Moment zwei normale Pokémon. Leufeo. Du bist ein Feuer-Pokémon. Und da ich weiß, dass Feen schlecht dagegen sind, wechsle ich lieber aus. Ne, wir bleiben eben drin. Wegen der Erfahrungspunkte. Oh, das ist so süß. Ich will auch ein Leufeo. Flabebe. Flabebe. Flabbe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 b
Ich sollte vielleicht mal eben auswechseln, weil mir das gerade ein bisschen tricky hier wird. Ja, der muss jetzt nur Tackle machen, dann bin ich tot. Instant gestorben. Wisst ihr was? Wir haben jetzt ja Whismur. Dann packen wir Skitty erstmal auf die Box. Warum? Weil ich es kann. Und ja. Ach Gott, dann greift jetzt speziell an. Du bist auch echt. Damit wir auch nicht so eine Monotype-Normal-Pokémon-Challenge hier haben. Dim, 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 dim. Hallo? Was ist da los? Muss ich dir einfach meinen Superball in den Kopf schmeißen? Wenn du den Schnabel hältst? Versuchen wir es einfach mal. Hier, friss den Superball, mein einziger. So, dann Part 3 ist das. Alter! Was ist da los? Ineko in Box. Wingull ist noch da. Flurmel ist noch da. Flibbibbi ist da. Du gehst mir gerade ein bisschen auf den Schnürsenkel. Azurel. Komm schon. Wie es sich einfach mal weigert, ey. Ja? Du bist Level 7. Willst du mich verarschen? Du bist nur ein Azurel. Jetzt komm endlich. Jawohl, dankeschön. Mein Gott, wir sind schon bei 21 Minuten. Das kostet alles immer so viel Zeit. Eintrag im Pokédex. So, was für ein Typ hast du denn? Du bist ein Normalfee. Es hat tatsächlich schon den Feentyp. Das ist ja sehr cool. Na, für mich egal. So, nee, ich wollte darauf. Wundertausch, ja. Oder muss ich dran denken, auf jeden Fall Skitty in die Box gleich zu tun? Bei Whismur haben wir jetzt im Moment und dann behalten wir das auch einfach. Zwei normale Pokémon im Team finde ich ein bisschen lame, echt. Suche nach einem Tauschpartner. Sucht immer noch nach einem Tauschpartner. Dengoku sucht nach einem Tauschpartner. Bitte warten, bitte warte einen Moment. Wir suchen einen Tauschpartner. Wo ist der Tauschpartner? Es gibt keine Tauschpartner. Tauschpartner sind weg. Shiny 4. Shiny for Shiny, aha. Okay. Ist ja very interesting. Dum, dum, badisch, badisch, badisch. Gib mir was Gutes. Tentox, das werde ich nicht benutzen können. Schade. Der Part zieht sich jetzt. Airika versandte Tentacruel. Darf ich aber nicht benutzen, weil es mit Sicherheit über Level 20 ist. Wenn nicht sogar über Level 30. Na, wir werden es eben erfahren. Und das ist tatsächlich Level 3. Level 30, jo, das verabschiedet sich dann direkt wieder. Ja, das macht den Part eben ein bisschen länger mit dem Wundertauschen. Dum, 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 dum. Schaut sich sowieso keine Sau mehr an. Ich will das aber nicht sehen. Dann kann ich die auch einfach so rüberziehen. Ne, es geht nicht. Schade, ich dachte, ich kann es auf die Box packen. So wie Skitty gleich in der Box landen wird. Wir suchen einen Tauschpartner. Ich muss aufpassen, dass wenn ich Pokémon kriege, nicht meine eigenen Pokémon wieder nehme. Weil das geht natürlich nicht. Ich muss andere Pokémon haben. Also von anderen Trainern. Na komm, Tentoxa. Willst du nicht zu einem anderen Trainer? Ich kann dich nicht leiden. Oh, Need 3DS Freunde-Codes. Florian. Aus Deutschland, Thüringen. Oh, ein Deutscher. Ja, warum will der wohl Freunde-Codes haben? Um seine Dingsafari zu erweitern. Da kann man immer schöne Pokémon fangen. Oha. Kanivana. Ein Wasser-Unlicht-Pokémon. Du landest, wenn du auf dem richtigen Level bist, landest du auch auf der Box, weil du bist echt schwach und außerdem haben wir schon Wasser-Pokémon im Team. Dann haben wir schon was auf Vorrat, Leute. Und wenn es den richtigen Level hat, dann will ich jetzt nicht den Rahmen ändern. Dafür extra. Es ist Level 1. Oh mein Gott. Hat Biss aber immerhin. Verteidigungsminuswesen. Hat schon schlechte Verteidigung. Hat sogar noch Minuswesen auf Verteidigung.
Verletzt Angreifer bei Berührung. Jo, natürlich. So, Kanivana verabschiedet sich auf jeden Fall. Leute, ich beende diesen Part an dieser Stelle. Den Part an dieser Stelle. Und werde dann... Offscreen trainieren, wollte ich gerade sagen, das ist Quatsch. Ich will gar nicht trainieren. Nee, wir machen das eben in der Aufnahme. Ich bringe die Pokémon auf die Box und wir werden uns dann im nächsten Part wiedersehen, wenn wir dann die Route rechts fertig machen. Und vielleicht sogar noch in die Arena gehen. Ich weiß nicht, ob wir das alles schaffen. Aber ich bin natürlich guter Dinge, Leute. So, Skiddy. Du gehst mal in die Box. In die Koro wäre natürlich auch cool gewesen, aber naja. So, da wir ein Wasser-Pokémon haben, ist natürlich die bessere Wahl vom Wassertyp mehr, Wasser und Licht. Weil unser Monsieur hat ja vierfach Schwäche Elektro und der hat nur eine Einfachschwäche. Aber er hat halt diese scheiß Verteidigung, deshalb bleibt er auf der Box. Gut, Leute. Dankeschön fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat dieser lange Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Blaze Black, oh mein Gott. Let's Play Pokémon X im Zeichen der Wanderlog Challenge. Haust da rein, schaust da rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Shenpai.